but just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von meiner Kanalvorstellung. Wir sind heute auf dem Kanal vom Near Lifestyle. Schön gegen den Tisch gehauen, hat man bestimmt wieder gehört. Voll mit einem kleinen Finger, aber egal. Ja, bevor wir hier anfangen mit dem Near Lifestyle, möchte ich mal eine Kleinigkeit ansprechen. Ja, es betrifft die Kanalvorstellung. Ich hau jetzt gleich mal wieder mit schlechter Laune am Anfang des Videos rein, aber es gibt halt so gewisse Sachen, die müssen halt einfach geklärt werden. Die möchte ich mal ansprechen und ihr könnt ja auch mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Es ist folgendes. Ich habe vor ein paar Tagen einen Kommentar bekommen, so ein Standardkommentar, wie kann ich in der Folge mit dabei sein oder wie kann ich vorgestellt werden und so weiter und so fort. So, dann tauscht man sich natürlich erstmal aus, dann habe ich ihm geschrieben, schau doch bitte das ganze Video oder guck mir in die Videobeschreibung, das dürfte deine Frage beantworten und so weiter und so fort. Und dann kommt wieder irgendeine Ausrede von wegen, ach ja, ich habe das Video nicht ganz zu Ende geguckt oder ah, ich habe nur aus Versehen drauf geklickt und so weiter und so fort. Und ich finde das ganz einfach in dem Sinne, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt, aber ich persönlich empfinde das als sehr respektlos. Ich gebe mir Mühe für dieses Projekt hier, ja, ich mache das wirklich gerne. Ich mache seit 2013, wie gesagt, diese Kanalvorstellungen, habe sowas schon öfter mitbekommen. Ich bin jetzt auch schon seit über 5 Jahren mit dabei, ich habe also viel erlebt, ich kann also viel ab, ich habe auch schon viel gesehen und gehört und hast da alles nicht gesehen, also ein bisschen Erfahrung habe ich auch schon, aber sowas geht eigentlich gar nicht. Also sowas geht dann auch zu weit. Das geht dann auch, wie gesagt, über die Respektsgrenze. Respektsgrenze heißt das so, ja, so ein bisschen hinaus, weil ich gebe mir dafür viel Mühe, ja. Ich investiere Zeit, ich Lust, ich investiere auch Spaß, den ich dabei habe. Auch jetzt, wenn ich wieder zur Schule gehe, um diese Kanalvorstellungen rauszuhauen. Es sind Leute dabei, zum Beispiel wie der Near Lifestyle, soll ich schon Nierenstyle sagen, aber der hat... Das hat ja nichts mit Niere zu tun. Also dieser Near Lifestyle, den ich euch gleich noch vorstellen möchte, der steht auch schon seit 2-3 Wochen bestimmt auf dieser Kanalvorstellungsliste drauf. Ebenfalls noch 5-6 andere Kanäle. Ich bin halt bislang dazu noch leider nicht gekommen. Mir tut das selber leid. Ich entschuldige mich auch hier mit meinem Namen, nicht nur beim Near Lifestyle, sondern auch an alle anderen, die noch auf dieser Kanalvorstellungsliste draufstehen. Ihr kommt noch dran, gar keine Sorge. Also ich habe bislang ja immer mein Versprechen eingehalten oder die Leute, die bislang immer auf meiner Liste standen, die habe ich da noch vorgestellt. Zwar nicht immer regelmäßig, aber ich habe sie vorgestellt. So, und dann ist einfach das Ding, dass Leute mit einer ganz dreisten Lüge einfach kommen, so von wegen, ja, ach, ich habe im Titel den und den Kanalnamen gesehen, ach, das ist ein Kollege von mir, habe ich einfach mal draufgeklickt und dann habe ich irgendwann was in die Kommentare geschrieben. So, ob ich das glauben soll oder nicht, ist mir eigentlich relativ latte. Das Ding ist einfach nur, und damit möchte ich das jetzt auch einfach abschließen, ihr könnt mich anlügen, ihr könnt eure Eltern anlügen, ihr könnt eure Freunde anlügen, aber euch selber könnt ihr nicht anlügen. Ganz einfach. Also wenn ihr mit dem Gewissen leben könnt, dass ihr gerade jemanden belogen habt, ist zwar nicht schön, aber dann müsst ihr damit leben, ich nicht. Ich finde es halt nur schade und wie gesagt sehr respektlos gegenüber mir, weil ich, wie gesagt, für dieses Projekt sehr viel Mühe gebe. Ich kann das ja auch ganz leicht abblasen und abbrechen. Also, ne, nur das mal dazu. Nicht, dass ihr gleich wieder schlechte Laune kriegt oder von mir einen falschen Eindruck kriegt. Ich bin von Haus aus eigentlich ein sozial positiv eingestellter Mensch, ich kann jeden Menschen gut ab, ich gehe ohne Vorurteile mal an jeden Menschen heran, also wenn ich den Menschen nicht kenne, sage ich nicht, ah, der ist schwarz, also ist der bestimmt blöd oder der ist Russe, deswegen, was weiß ich, ne, irgendwas gegen Russen oder irgendwas gegen Türken, ich kann wirklich jede Rasse gut ab, Rasse, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen rassistisch, naja, ihr wisst ja, was ich meine und ich hoffe, ihr wisst auch, wie ich das meine, es ist nicht böse gemeint, aber nehmt euch das mal zu Herzen und ich bin auch wirklich am Überlegen, ob ich solche Leute dann erst recht gar nicht in die Kanalvorstellung nehme, weil die Leute, die einfach nur hier hinkommen, einen Kommentar unten reinschreiben und dann hoffen, dass sie irgendwann dran genommen werden, das sehe ich nicht ein, ganz ehrlich, also dafür investiere ich nicht meine Zeit und meinen Spaß und meine Lust, dafür Leute dann vorzustellen, die sowieso nie mehr hier vorbeischauen. Natürlich würde es mich freuen, wenn dann auch Leute wieder vorbeischauen würden ab und zu. Ihr müsst ja, wie gesagt, nicht jedes Video von mir gucken, aber so ein bisschen Aktivität, das würde mich freuen. Aber das müsst ihr, wie gesagt, entscheiden. Ich hoffe, ihr versteht das nicht böse. Ich hoffe, diese Person, wenn diese Person jetzt dieses Video schaut, dann denkt mal drüber nach. Wir haben ja schon geschrieben, ne? Ich möchte das jetzt hier nicht weiter ausweiten. Wir haben darüber diskutiert und vielleicht ist es geklärt, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall geht es jetzt endlich los. Wir sind auf dem Kanal vom Near Lifestyle. Stay Awesome steht in seinem Kanalbanner und damit möchten wir jetzt auch beginnen. So, und zwar hat dieser Kanal 1216 Abonnenten, fast 37 Aufrufe und ist seit dem 13. September 2015, also seit gut einem Jahr, mit dabei. Die kurze und kleine Beschreibung, du suchst die Kanalbeschreibung, schau dir lieber meine Videos an. Die sind Beschreibung genug. Hoffe, es gefällt dir. Near.
Das kann man auch machen. Ich würde sie, wie gesagt, ein bisschen ausschreiben, aber das kann ja jeder so machen, wie er es möchte. Facebook-Account ist dabei, ein Twitter-Account und ein Instagram-Account ist ebenfalls dabei. Wir schauen mal zu den Videos und ihr seht viele verschiedene Videos, was sofort natürlich ins Auge fällt aufgrund dieses Thumbnails. Also das Thumbnail bewirkt halt, dass das Bild jetzt hier zum Beispiel, wir schauen mal auf dieses Bild, dass das so ein bisschen quer steht und auch die Farben, also diese... Ja, das Rot, der Hashtag, das Gelbe und das Schwarze, das sticht meiner Meinung nach so ein bisschen heraus. Er macht nämlich auch Kanalvorstellungen oder ein Format, das nennt sich Kanal der Woche, wofür ihr euch auch natürlich bewerben könnt bei ihm. Ich war auch mal Kanal der Woche und habe ihn auch deswegen abonniert, weil ich auch seine Videos gut finde. Ich schaue auch ab und zu, ich schaue nicht jedes Video, aber ich schaue ab und zu mal in ein Video rein, weil ich kann natürlich nicht von jedem, den ich abonniert habe, das Video gucken. Dann wäre mein ganzer Zeitplan durcheinander, dann wäre mein ganzer Tag mit Videos schauen durchgeplant und das geht einfach nicht. Das macht ihr auch nicht, ganz ehrlich, das macht niemand. So, um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber ich finde, er macht wirklich gute Videos, seine Videoqualität ist wirklich super, seine Audioqualität ebenfalls, er macht sehr unterhaltsame Videos, er hat auch Spaß dran. Das letzte Video war vor 20 Stunden, lieber trainieren statt Schlägerei in Bonn, featuring Paul, wahrscheinlich sein Kumpel, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, vor 3 Tagen kam dann die letzte aktuelle Folge vom Kanal der Woche. Der Hashtag Pushing Monday, das ist sein Format, also so nennt er das, Hashtag Pushing Monday, wo ihr euch bewerben könnt. Schaut da einfach mal rein, schaut euch das Video ganz an, so wie meins. Dann werdet ihr auch, denke ich mal, die richtigen Informationen bekommen. Und dann, ja, würde ich sagen, wir schauen mal weiter runter, was hat er denn so sonst so gemacht auf seinem Kanal. Ja, also wie gesagt, Real-Life-Videos, ab und zu mal vielleicht eine Story, ein Special, aber hauptsächlich halt diese Pushing Mondays und halt die Vlogs. Also er macht halt zum größten Teil Vlogs, das kann man sagen. So, hier mal ein Video zu Pokémon Go, könnt ihr euch ja mal angucken für die Pokémon Go-Freunde und so weiter und so fort. Es war mal wieder eine längere Kanalvorstellung, ja, fast 8 Minuten, aber den Anfang habe ich ja mehr dazu genutzt, um mal eine Sache klarzustellen. Ich hoffe, ihr lasst euch das mal durch den Kopf gehen. Werdet ihr bestimmt sowieso nicht machen, aber ist mir egal, ich habe es jetzt mal angesprochen und für die Leute, die es verinnerlichen, auch wenn es nur 2-3 Leute sind, habe ich eigentlich schon das erreicht, was ich gerne erreichen wollte. Und dir, lieber Nier, dir danke ich auf jeden Fall für deine Geduld, ja, dass du so lange warten musst, leider tut mir wie gesagt leid, aber ich habe ja jetzt erklärt aus bestimmten Gründen und ja, wie das hier in Zukunft mal ablaufen wird, sollte ich nochmal irgendwie so einen Kommentar sehen oder halt einen YouTuber, der nur einen Kommentar unten reinschreibt und das Video nicht guckt, nur damit er mal vorgestellt werden wird und sowieso nicht hier und sowieso meinen Kanal nicht verfolgt, den werde ich erst recht nicht dran nehmen. Also schaut das Video am besten ganz zu Ende, ja, lasst dann einen Kommentar oder so da, dann könnt ihr euch ja bewerben oder macht wie ihr wollt, aber nicht irgendwie reinschreiben, ja, wie kann ich vorgestellt werden, weil daran erkennt man einfach, dass ihr das Video nicht geguckt habt. So, genug rumgelabert, genug rumgeschimpft, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht so ernst, nicht so böse. Ihr wisst ja hoffentlich, wie das gemeint ist. Es ist ja nicht böse gemeint, es ist ja auch ein bisschen Kritik. Also versteht das als Kritik, nicht als Hate an euch, sondern als Kritik vielleicht, als eine kleine Denkanregung. Und deswegen würde ich sagen, schaut beim Nier Lifestyle vorbei. Der Kanal ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst ihm ein Like da, lasst ihm ein Abo da, einen schönen Gruß von mir vielleicht. Und dann, ja, wünsche ich dir ganz viel Spaß weiterhin, lieber Nier, wenn du das Video jetzt hier bis ganz zu Ende geguckt hast. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr vorgestellt werden wollt, hoffe ich, dass ihr natürlich das Video ganz zu Ende guckt und macht das, was in der Videobeschreibung steht. Dort werdet ihr alle Infos bekommen. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dahin, bis zur nächsten Vorstellung. Ciao! Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute mal wieder mitnehmen. Also, was heißt mal wieder? Ich wollte euch heute mal mitnehmen, denn ich habe ja hier meine neue Kamera und ich weiß nicht, da hinten kann man es noch sehen, Leute. Man hört, glaube ich, im Hintergrund so noch ein bisschen das Geschrei. Ja, da war jetzt irgendwie Schlägerei und so. Paul, erzähl mal, was ist da vorgefallen? Ja, man kann sagen, es sind ein paar Stühle geflogen auf jeden Fall. Der ein oder andere Stuhl. Nee, das ist ja. Boah, warte, sollen wir jetzt eine Music-Session starten, Alter? Was geht denn hier? Oh. Gitarre spielen. Geil, Alter.